aus aktuellem Anlass, weil meine Frau es gerade thematisiert hat. Was hast du thematisiert, Frau, damit ich hier nicht lüge? Ich habe gesagt, dass wir beide in unserer Kindheit sehr prägende Erfahrungen mit Nachbarn gemacht haben, die auch gut für uns waren und unsere Kinder das so nicht fahren kennen. Sie 3,1 Kilometer, kann man natürlich sagen, dann im Kreisverkehr einfahren. Wer sagt, dass das gut war? Aber ich möchte dir mal grob und willkommen beim Nalenko-Vlog übrigens. Das ist die Fortsetzung von voriger Woche mit den Sonntagnachbarn, ihr wisst ihr Bescheid. Wenn ich dann Pech gehabt, das stimme ich jetzt nicht zu. Weil jetzt nimm mal her meine Kindheit. In meiner Kindheit haben wir gehabt Bokornin, Lang, Schmatz, Oma, Donnerer, Höblinger, Mitterstüger, Obermeier. Das waren Rader und Wiesentüger. So. Das waren ja eigentlich auch keine Nachbarn, sondern das waren übernächste Nachbarn. Also es war ja kein klassischer Nachbar, sondern es war das Umfeld. Die waren ja auch viel weiter weg als bei uns zum Beispiel, wo alles so eng in einem Gebäude war. Das ist natürlich ganz anders. Tatsache ist, diese ganze Clique Menschen, mit Ausnahme jetzt Wiesentüger, aber das war die andere Richtung, die haben dieselben Einstellungen gehabt. Die haben eine gleiche Basis gehabt. Das waren die Leute, die nach dem Krieg überlebt haben und gemeinsam hier, da waren und da sich entwickelt haben und gemeinsam agiert haben. Das war die Zeit, wo jeder im Garten einen Gemüsegarten hatte und jeder sein eigenes Gemüse angebaut hat. Und schon dadurch ist eine Kommunikationsbasis. Erst meine Paradeiser werden heuer nichts, wie schaut's denn bei dir aus? Dass die du so bucken kannst, die kennt das nicht. Hätte mir es mal gießen. Bei meinen Nachbarn nicht gegessen. Ich rede jetzt von meinen. Ja, aber. Da war eine gemeinsame Basis. Das waren die Leute, die um 3 Kaffee getrunken haben, die alle ungefähr zeitgleich in Pension gegangen sind, eine ähnliche Generation waren und ähnliche Interessen hatten. Nicht alle, aber doch eine Basis, bei der man sich mehr unterhalten hat. So, jetzt vergleichen wir das mit unserer Jetzt-Situation am selben Standort, Grillenhofstraße. Wir haben ganz junge mit den Anspruch, die Kinder sich zu entfalten lassen, ohne sie ernsthaft zu leiden. Wir haben die Leute, die sehr frisch dazugekommen sind und sich ärgern, dass jetzt neben ihnen am Grundstück was gebaut wird oder was passiert. Wir haben die Menschen, die zugezogen sind aus Wien und eigentlich überhaupt nichts mit ihrem Umfeld zu tun haben wollten, die da sind, weil sie glauben, es ist so, hat sie wortwörtlich, habe ich das gehört von ihnen, das haben wir uns so romantisch vorgestellt, dass wir da am Land wohnen und mit dem Zug in die Arbeit fahren. Ist es nicht romantisch, es ist Arsch, was du mit dem Zug in die Arbeit fährst. Ja? Wir haben die Nachbarn, die das Grundstück gekauft haben, weil sie mal vorhatten zu bauen, was aber nie passiert ist, weil in der Lenkbach auf einem kleinen Grundstück bauen, spielt es heute nicht mit unserer Politik. Wir haben die Nachbarn, die dann schon sehr alt waren und versterben und ganz andere Generationen sind. Wir haben die Nachbarn, die von ihren Eltern das Haus geerbt haben, einen Prunkbau, so ein Doppelhaus und die zwei Familienkinder sich so nicht ausstellen können, dass sie zwischen den zwei Häusern eine Wand aufstellen, damit sie gegenseitig nicht sehen. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Du hast die Nachbarn vergessen, die du als allererstes erwähnt hast und die es in einer ein bisschen anderen Konstellation ja immer noch gibt. Die gibt's, sind ganz anders jetzt als damals. Und auch damals hatten meine Eltern keinen Kontakt, da war halt ich. Und das war nicht gern gesehen. Ja? Außerdem ist ja das auch nicht, jetzt das, dort gibt es ja kein Kind, was soll unser Kind mit den Leuten anfangen? Also es ist die Situation heute anders. Nehmen wir die Großmutter mütterlicherseits, die Kübex. Da hat der Großvater dieses Haus gebaut, die Großmutter war zu Hause. Es war die söhnliche Familie im Obergeschoss desselben Hauses. Da waren Kinder,
Da waren Nachbarn mit Kindern, da waren andere Nachbarn in der Generation der Großeltern, wo eine Basis da war, wo sogar, haltet euch fest, da haben zwei Gärten aneinander gegrenzt, Garten an Garten. Meine Frau hält gerade das Lenkrad, du hältst gerade das Lenkrad. So, da gab es zwei Gärten, die aneinander grenzen, mit Zaun. Und die haben ernsthaft in diesen Zaun ein Türl eingebaut, damit sie direkt zu den Nachbarn gehen können. Das ist doch heute unvorstellbar, dass heute jemand in der Lenkbach durchs Gartentür zum Nachbarn geht. Unangekündigt. Hallo. Also die Zeiten haben sich sehr geändert. Die Menschen driften auseinander. Ja, aber ich glaube, es fehlt auch ein bisschen, und ich sage jetzt nicht, dass das irgendjemand bestimmt nur fehlt, sondern generell in unserer Generation fehlt ein bisschen dieses, okay, du bist anders, wurscht, aber wir tun trotzdem miteinander. Das fehlt ein bisschen. Und das merke ich ja überall in unserer Gesellschaft. So, jetzt werde ich kurz unterbrechen aus technischen Gründen und dann sage ich dir, warum du falsch liegst. Mir nicht erklären, du hast ich weiß immer nicht, recht. Dass ich falsch bin. Du hast immer recht, der Herr Kupp würde sagen. Meine Frau, die hat die Führung und ich werde das tun, was sie sagt, weil dann ist der Haussegen nicht schief. So. Das wird das Titelbild. So, jetzt überleg mal, wie das war. Wir sind ja an unserem Hof relativ. Wir waren schon da, sagen wir es einmal so. Alle, die jetzt rundherum sind, mit Ausnahme der Wieso-Typs, sind dazugekommen. Sind Litzingers, Weiß, Jackwerts, wie heißen die? Sind auch dazugekommen, ja, stimmt. Brandner hat dann mit uns gesprochen, hat aber noch kein Haus, da gibt es nur den Garten. Und wie heißt die Familie? Kulev. Der Schmatz. Und hinterbei die dort in der ehemaligen Mühlbacher Wiese gebaut haben. Die sind auch dazu gekommen. Und der Robin und so? Der Robin ist jetzt nicht direkt Nachbar. Das stimmt, aber ist auch nicht dazu gekommen, weil die Familie Piffel war halt da und er hat dort eingeheiratet. Ich habe nicht mitgekriegt, dass er gekommen ist. Was ich damit sagen will, alle, die dazugekommen sind und da haben davon 80% neu gebaut, ein neues Haus, da sind wir hingegangen, haben gesagt, hallo, wir sind eure Nachbarn. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeikommt, da habt ihr Brot und ein Salz. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, sicher. Wir haben das bewusst gemacht. Ich weiß. Es war kein einziger von denen, in der gekommen ist und gesagt hat, hallo, wir haben das Grundstück gekauft, wir bauen da jetzt. Wäre schön, wenn wir gutes Einfall nehmen oder sonst was. Hat es nicht gegeben? Die unten, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer von denen unten. Bei denen sind wir mal vorbeigegangen, wie wir in die Samstagsbibliothek gegangen sind. Die, nein, das waren nicht die Jagd. Die Vorgänger oder wie? Nein, danach. Die Jagd sind jetzt dort. Ja, aber jetzt die. Es gibt ja jetzt zwei, die unten. Also die eine, die gebaut haben, und die andere, die Grundstück gekauft haben und dann nicht. Und dann wieder verkaufen jetzt. Oder geerbt haben und dann. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche von diesen Familien haben wir unten getroffen und die haben sich bei uns vorgestellt. Das kann ich mir noch erinnern. Und gesagt, ja, und wir ziehen jetzt daher und würden uns freuen. Das haben sie schon gesagt, aber sie sind nicht draufgekommen. Das heißt nicht. Ja, es ist aber nie passiert. Ja. Und das ist etwas, was ich ja nicht nachvollziehen kann, weil, ehrlich gesagt, wir haben mal, erinnere dich, wir haben mal, ganz kurz, Wenzel, du wolltest was sagen. Ja, der Zöllner. Der ist der Opa von euch. Sonst auch noch was zu sagen gewesen? Für mich ist es nicht wirklich ein Opa, sondern irgendwie ein Nachbar. Ja, der ist auch kein Kinderfreund. Der ist mir ein Jammer. Ein Grantler. Ein Grantler.
So, überleg mal. Wir haben doch überlegt, ein Haus zu kaufen. Ja. Wir sind in die Gegend hingefahren und haben dort mal bei den Leuten angeläutet und gesagt, wir überlegen, das Haus zu kaufen, wollten uns vorstellen. Das kann ich mir nicht erinnern. Du hast ein schlechtes Gedächtnis. War das bei diesem total... Dort, wo wir ernsthaft überlegt haben. Und das ist das, was ich sage. Wenn ich wohin ziehe, da denke ich doch vorher schon nach, ob es in dem Umfeld für mich passen könnte. Und das hat der heutige Mensch nicht mehr. Der heutige Mensch geht hin und sagt, so, da bin ich jetzt. Ja, aber das war bei meiner Mutter auch so. Das Haus war komplett neu und da sind verschiedene Familien, haben sie zusammengewürfelt, ohne irgendwie vorher miteinander getan zu haben. Ja, ein neues ein Haus ist ja nicht, dass deiner eingesessen war. Ja, eh. Aber ich rede jetzt an, ich gehe, wenn du in ein Haus gehst, in dem es 50 Wohnungen gibt und du überlegst, einen zu kaufen, dann wirst du zumindest mal bei den Nachbarn auch leiden, die neben der Wohnung sind, die du kaufen musst. Das siehst du, ob das Leute sind, mit von denen die haben ja sagst, alle noch nicht dort gewohnt. Damals, ich rede Gänse jetzt von jetzt. Ja. Ja, ja, na das schon. Und das ist absolut irritierend. Würde ich auch machen, natürlich. Und dann ist es sogar so, dass die Leute, die dort schon sind, mal auf dich zukommen und dann ist trotzdem null Ambition, einen Kontakt zu haben. Und das ist auch so diese Grundeinstellung unserer Gesellschaft, weil es in unserer jetzigen Gesellschaft mit 50% Menschen, die es gibt, du keine Basis hast, weil diese Lebenseinstellungen so massiv auseinandergehen. Ja, das ist schon. Ich rede jetzt nicht davon, was der beruflich macht und der ist anders, sondern dieses vehemente, intensive Überzeugtsein von irgendwas. Aber das habe ich vorher gemeint mit, es fehlt ein bisschen dieses, du bist anders, ja und. Ja, ist mir wurscht. Genau. Das fehlt ein bisschen. Aber das andere, was mir auffällt, ist, die Leute bauen sich wunderschöne, luxuriöse Häuser und dann sind sie nicht so aus, weil sie dauernd unterwegs sind. Das ist auch ein typisches Merkmal unserer Gesellschaft. Wir sind halt viel zu Hause, aber das ist in anderen Familien überhaupt nicht üblich. Also du meinst damit, dass die Leute daheim nicht ausfallen? Dass sie dauernd Ausflüge machen, aus welchen Motivationen auch immer. Ja, ist ja auch legitim. Ja, aber damit ist die Nachbarschaft auch schwierig, weil wenn der dann zu jedem Termin oder zu 4 von 5 Terminen, die man vorschlägt, sagt, da bin ich gar nicht zu Hause, dann ist es schwierig. Das ist aber der große Punkt, da hast du sogar sicher recht, denn du hast sicher recht, dass das Thema ist, dass die Leute heute keine Zeit mehr für Nachbarschaft haben. Ja, richtig. Wenn ich das so plakativ unterbringe. Ja, früher bei der Oma, die waren daheim. Die waren in Pension, die waren daheim. Und in der Zeit, wo sie gearbeitet haben, sind die in der Regel um 3 oder 4 heimgekommen, weil sie irgendeinen körperlichen Beruf gehabt haben. Und dann waren sie da und haben halt im Garten gejausend oder vielleicht gejätet oder gossen oder rosengemacht. Und dadurch ist eine Kommunikation entstanden. Und heute fährt der Mähroboter. Es ist der Bull dort und wenn sie da sind, kommen 50 andere Kinder und machen einen Lärm und die Nachbarn sind eh schon abgefressen. Das ist vielleicht so der Unterschied. Und die Auslastung der Menschen ist halt viel höher. Und ich behaupte, es ist ein Riesenthema der Elektronik dazugekommen. Weil selbst wenn der draußen ist, hupt er dort und schaut in sein Handy. Und früher ist er dort geguckt und hat vielleicht einen Kaffee getrunken oder gejickt. Und er war fad. Hat ein Buch gelesen, aber ein Buch ist nichts, was dich so fesselt, dass du nicht mit einer Interaktion mit einem Nachbarn anfängst. Wie du doch kannst. Aber das kann, ist, es ja ist nicht aber das tägliche. Ja, es ist, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Also ich behaupte mal, würdest du heute 2 Wochen in Strom dran, dann gab es wieder Nachbarschaft. Dann müsstest du aber auch die Autos blockieren. Die Elektroautos sind dann automatisch blockiert. Ja. Das ist ja die Lösung für alles. Du brauchst halt nur mein Stromauto und es steht alles. Nee, es haben noch viele Leute Benzinautos. So ja, die haben es aber nicht lange mit Strom. Jetzt gehen uns 2 Wochen vor. Also müssten wir 3 Wochen mit Stromauto. So, damit haben wir wieder ein großes Thema. Schreibt uns doch mal drunter, was ihr mit euren Nachbarn alles nicht macht und warum nicht. Die YouTube-Vorschläge für den 13.8. meine ich, um 16.38 Uhr. Liebes Leselust Folge 3, Lego 8425 Technik Turbo Flugzeug vom Jahr 1996 von Flipperstein Schmatz.
Non-PC-Doom-Klons von Nostalgia Nerd, Nikotechnik Renault Container Truck von Brian Green, Scammers vs. Impossible Password Game von Kit Boga, Windows 12, What Should Microsoft Do? Und Mix die Feschbänkler Glück. Ja, überraschend, heute waren Kunden da oder sind noch da, besser gesagt Gäste im Kindergarten. Ja, wenn sie meinen, sollen sie. Ich werde mal schneiden und habe viel gefilmt und müsste eigentlich viel tun. Der Hund ist schon Beschwerdeführer. Nummer 1. Meine Frau hat gesagt, ich soll meinen Therapeuten suchen. Also einen persönlichen Therapeut nehmen. Schauen wir mal. In diesem Sinne, viel später, bis dann, bis irgendwann. Wir unterhalten uns dann morgen. Da habe ich schon einige Ideen, worüber wir reden. Das wird fein.